Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom Old Gaming Dead LP. Servus, grüßt euch. Ja, weiter geht es hier mit Medieval Dynasty auf der Map Oxbow. Und ja, leider ist mir hier etwas passiert, was ich gar nicht gemerkt hatte. Mein OBS hat mein Mic nicht annehmen wollen, aus welchem Grund auch immer, obwohl ich überhaupt nichts verstellt hatte. Aber, muss ich wieder dazu sagen, Windows-Updates. Leute, merkt euch das, wenn Windows 10 oder Windows 11 ein Update gemacht hat, dann schaut immer nach, ob eure Mikrofone und so weiter, ob das noch alles aktuell eingestellt ist. Bei mir hat es sich wieder mal verstellt nach dem Update und ich habe es nicht bemerkt und habe hier ein Video aufgenommen. Naja, okay, so, jetzt versuche ich das nachzusynchronisieren, was ich eigentlich hier tue. So, der faule Hengst hat sich wieder mal hingelegt. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte er ja nicht, dass ich mit ihm reite wahrscheinlich. Ja, so, jetzt sitzen wir auf und wir reiten weg. Und wir wollen heute die 300.000 Geldmarke knacken. So, und wir reiten jetzt erst einmal nach Piastovia. Dort werden wir in unser Materiallager gehen. Dort habe ich, oder sagen wir mal andersrum, ne? Ich habe in jeder Stadt, habe ich vor den Stadttoren, habe ich ein Materiallager gebaut. Das heißt also, wenn ich also schnell mal irgendwo bin und schnell was verkaufen möchte und habe es nicht dabei, dann kann ich in das Materiallager gehen, hol's mir schnell, verkauf's dann auf dem Markt. Wobei, momentan habe ich auf unendliche Tragkraft gestellt. Also rein theoretisch könnte ich jetzt mein ganzes Materiallager leeren und hätte eigentlich alles dabei, was ich verkaufen könnte. Ne? Wäre auch nicht so schlimm. Ja, und zum anderen gibt es natürlich massig Lagerkapazitäten. Wenn man natürlich in jeder Ortschaft ein Lager hat, dann ist das natürlich schon beträchtlich, was man dann lagern kann. Und jetzt werden wir mal ein bisschen so einpacken, was wir verkaufen möchten. Vor allem viel Eisenmaterial, also Werkzeuge aus Eisen, die bringen natürlich ganz prima Geld. Und dann so ein paar Kleinigkeiten wie eine Bierflasche, Bärensaft oder Birnensaft. Ne? Das stecken wir auch noch mit dazu ein. Wenn einer dann nur noch 100 Geld hat zum Beispiel, ne? Naja, dann verkaufen wir dem so ein bisschen Kleinzeug, so dass er dann also nur noch ein paar Cent in der Hosentasche hat. Ja, so ist das geplant. So mache ich es also auch immer. Und ich mache es halt so, wir haben ja die Jahreszeiten und in den einzelnen Jahreszeiten kaufe ich ja immer mal ein, irgendwas, was man braucht. Ne? Sei es jetzt mal Fischersperre, Dünger, Tierfutter oder sonstiges Zeug. Und am Ende der Jahreszeit gehe ich dann einmal rundherum auf der gesamten Map. Pack alles ein, was ich verkaufen will, und dann mache ich jeden Händler platt. Der hat also kein Geld mehr, also bis auf ein paar Cent. Nehme ich dem immer alles ab, oder denen nehme ich immer alles ab. Und da ist natürlich auch mein Geld, was ich denen gezahlt habe, ist natürlich da auch wieder mit dabei. Ne? Also sagen wir mal, es ist, wenn ich bei denen einkaufe, eigentlich nur geliehenes Geld, was sie von mir haben, denn ich hole es mal am Ende von der Jahreszeit, hole ich mir das jetzt wieder zurück. So, wir haben jetzt noch 4 Tage im Frühling. Ich habe mir halt jetzt vorgenommen, das ganz einfach jetzt mal durchzuziehen. Wer weiß, was da immer so dazwischen kommt, und dann vergisst man es und ja, dann ist die Jahreszeit rum und man hat nichts verkauft, ne? Das ist schade drum. Man muss jede Jahreszeit muss man am Ende immer ausnutzen und ja, die ganzen Marktstände von denen leer machen. Ja, ich bin jetzt hier noch gerade am Einsortieren, was ich so alles mitnehmen könnte.
Und dann weiß ich nicht, ob man das alles so gut sehen kann. Ich habe mir es einmal rausgeschrieben. Und zwar, wir haben jetzt momentan, jetzt wo ich wegreite, einen Kapitalstand bei mir, also in meiner Truhe, von 192.700 paar zerquetschte. Und meine Marktstände haben jetzt innerhalb vom Frühling 63.900 Geld erwirtschaftet. Macht also zusammen 256.000, was wir jetzt momentan auf der hohen Kante haben. Und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, dass wir die 300... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie mag mich heute jedes Programm nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Jetzt mein Aufnahmeprogramm hat jetzt auch leicht gesponnen, wo ich das jetzt nachsynchronisiere, hat es auf einmal aufgehört. Warum, weiß ich auch nicht. Also ich hatte gesagt zum Schluss, bevor der Unterbrecher kam, also die 300.000 wollen wir heute voll machen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So, wir sind jetzt ja in Piastowja und sind am Marktplatz und da machen wir jetzt einen Händler nach dem anderen, machen wir platt. Das sind ja auf dem Marktplatz sind es 1, 2, 3, 4, 5. 5 Händler, ne? 5 Händler. Dann kommt der von der Gaststätte dazu. Sind es also 6. Es müssten also in Piastowja 6 Händler sein, ne? Schauen wir mal, ob das stimmt, ne? So, jetzt müsst ihr natürlich leider zugucken, wie ich alles verkaufe. Ist natürlich auch nicht unbedingt jetzt spannend für euch. Ich hätte es rausschneiden können, ne? Aber mein Gott, das gehört halt zum Spiel dazu, ne? Und wer halt es nicht unbedingt angucken möchte, der kann ja auch ein bisschen schneller vorspulen, bis es wieder interessanter wird oder anders wird, ne? Ihr habt ja die Möglichkeit, ihr müsst ja hier nicht Minuten genau gucken. So, auf jeden Fall machen wir die alle recht schön platt. So, das war die zweite. Das ist jetzt dann die dritte Händlerin, die wir haben in Piastowja. Die haben alle nicht so viel Geld, ne? Also die, die so um die 10.000 liegen, die haben meistens immer Geld von mir einstecken. Und die anderen Händler, also normal hat der Händler, wenn du bei denen nichts kaufst, haben die so durchschnittlich um die 1.200, 2.000 Geld. Mehr haben sie nicht. Und es ist ja relativ schnell ausgegeben, wenn du da ein bisschen hochwertige Materialien denen verkaufst, dann sind die ruckzuck, sind die blank, ne? Ich meine, es passt schon, würde ich sagen, weil sonst hätten wir ja gleich innerhalb von wenigen, was weiß ich, Jahren, hätten wir ja dann ruckzuck ein paar Millionen zusammen, ne? Das wäre ja auch ein Schmarrn. Also das Geldverhältnis passt schon, also so ist es schon in Ordnung. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das Geld, was man ja beim Händler lässt, das holt man sich halt dann am Ende der Jahreszeit wieder. Vorausgesetzt, man ist schon so weit, dass man schon gute Sachen herstellen kann. Ansonsten, ja, schaut es natürlich auch wieder mäßig aus am Anfang. Ne? Was will man groß verkaufen? Steinäxte, Steinmesser, da kriegst du nicht recht viel, ne? Kannst ja Bretter verkaufen, Holz verkaufen, Steine verkaufen. Musst halt sammeln gehen, wie ein Verrückter. Und halt das Kleinzeug verkaufen. Das bringt ja dann mit der Zeit auch Geld. Und das Zeug ist eigentlich relativ schnell zusammengesammelt, ne? Also Stöcke zum Beispiel, Steine etc. Oder wenn dann die Pilzzeit ist, die Pilze einsammeln. Das geht eigentlich alles relativ ruckzuck, also wenn man sich da mal einen Tag Zeit nimmt und Bäume platt macht, einen Tag geht man mal Steine sammeln, einen Tag geht man mal
Stöcke sammeln, einen Tag geht man Pilze sammeln, dann geht man einen Tag mal auf die Jagd und schießt zwei, drei Rudel ab. Dann hast du ja auch schon wieder, was weiß ich, 200, 300 Stück Fleisch. Die tust du dann zu Hause braten. Ja, okay, alles klar. Die tust du dann zu Hause braten, weil gebratenes Fleisch mehr Geld gibt wie rohes Fleisch. Ja, dann hast du auch, ruckzuck hast du immer Geld in der Hosentasche. Also, wer will und ihm es nicht zu dumm ist, das Zeug selber einzusammeln, der kann gar nicht pleite gehen. Aber wenn man natürlich meint, die 3, 4, 5, 6, 7, 10 Leute, die man momentan am Anfang vielleicht hat, dass die das alles so hinkriegen, dass schon der Rubel rollt, der ist dann schon ein bisschen fehl am Platz, ne? So, das ist jetzt der Gaststättenfuzzi. Der Gaststättenbetreiber. Jetzt schauen wir mal, ob das Aufnahmeprogramm wieder nach einer bestimmten Zeit aufhört. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Weil es gibt ja hier einen Button bei mir, da kann ich die Aufnahme stoppen. Dann frage ich mich, warum das Programm von selber aufgehört hat, aufzunehmen. Ich verstehe es nicht. Aber na gut, es gibt so vieles auf der Welt, was wir nicht verstehen, ne? So, jetzt reiten wir. Jetzt haben wir die Händler hier erst einmal platt gemacht und reiten jetzt hier zu der Kutsche, zum Kutscher. Dort stellen wir unser Pferderl ab, ne? Und dann werden wir weiter reisen ohne Pferd, weil es ganz einfach wesentlich schneller geht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube nach Ostheuer, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Nee. Schauen wir mal. Was habe ich denn ausgewählt? Ich habe ausgewählt. Ah, Ostheuer, genau. So, weil das geht also wesentlich schneller, wenn wir mit der Kutsche reisen, als wenn wir jetzt diese vier Dörfer mit dem Pferd abklappern, ne? Bis wir da dort sind. Und dann bringe ich es wieder fertig und renne wieder quer durch den Wald. Fall über den Bären drüber, wer von Wölfen zerrissen. Oder renn irgendwo bei den Banditen ins Lager rein und wer erschossen. Ja, das wollen wir doch auch nicht, ne? Nee, wir wollen doch heute Geld machen. So, jetzt hat die gute Frau auch ein bisschen Geld übrig. Der werden wir das Geld auch noch alles komplett abknöpfen. Weil die brauchen nicht so viel Geld, ne? Die sind auch so ohne Geld glücklich. Ja. Aber Spaß beiseite. Dafür sind ja die Händler da, ne? Sonst wäre das ja nicht so schön in das Spiel eingepflegt worden, dass man die so schön ausnehmen kann, sage ich jetzt einfach mal. Ausnehmen wie so eine Weihnachtsgans, ne? Sonst kriege ich langsam einen trockenen Hals, ihr werdet es nicht glauben. Mal einen Schluck Tee nehmen. So, jetzt rennen wir zur nächsten Händlerin. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Händler in Ostheuer. Das sind die zwei Frauen hier. Und sorry. Und der Fischer. Also der Fischmaster. Der Fischmaster. Der hat auch noch ein wenig Geld, ne? Den werden wir dann zum Schluss besuchen. Wenn wir die hier ausgeraubt haben. Ja, alles klar. Alles klar. So, jetzt rennen wir zum Fischmeister. Und schauen mal, dass wir dem sein ganzes Geld abnehmen. Ach, der ist ja jetzt hier vorne. Sonst ist er weiter hinten in der Hütte. Heute steht er hier. Wollte ich eigentlich gleich noch Fischersperre mitnehmen, aber da habe ich ja schon mal welche gekauft. Und die haben ja nur einmal in der Saison haben die Sachen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den sein Zeug leer gekauft hättest, dann hätte er jetzt im Frühjahr nichts mehr. Ne? Du kannst da jeden Tag hinreiten, aber er hätte nichts mehr. Der kriegt also erst wieder neue Ware,
wenn wieder die neue Jahreszeit angebrochen ist. Dann sind die Lager von denen wieder voll. So, jetzt geht es wieder weiter. So, jetzt ist hier ein riesen Stau. Na, kleiner Wackel. Und du pass auf, dass du da niemanden umbringst mit deinem Schwert. So, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder zur Kutsche und dann gehen wir nach Skauki, glaube ich. War das? Schauen wir mal, ob ich recht habe. Nein, was? Klonika? Nee, Skauki. Eben, denke ich mir doch, ne? So. So, jetzt sind wir ins Skauki. Und da gibt es ja auch, meines Wissens, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 1, 2, 3 Händler, ne? Mehr gibt es da nicht. Nämlich vorne der Schmied, dann die in der Küche und die ganz hinten, die Esel verkauft, ne? Ja, so schaut's aus. 3 Händler. Mehr haben die nicht. Whatever you need, I've got it. Ja. Good luck. So, das war die Eselsfrau, die ihre Esel verkaufen tut. Das war jetzt die letzte. Dann die hier in der Küche, wo das Feuer brennt. Und vorne am Ortseingang, wo der Schmied ist. Ne? Das sind die 3. So, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt gehen wir wieder zum Pferdekutschen Menschen. Heute schwebt er ja nicht in der Luft, ne? Jetzt ist er wahrscheinlich wieder clean. So, jetzt geht's nach Klonika. So, und in Klonika angekommen haben wir, wie viele Händler haben wir denn in Klonika? Wir haben die Kräuterhexe rechts am Wasser. Dann haben wir den Schmied. Dann haben wir die Frau mit den Schweinen, sind schon mal 3. Und dann haben wir den Jäger. Da haben wir also 4 Leute, denen wir Geld abzapfen können. Naja, das langt eigentlich schon, ja. Etliche Leute sagen, sie finden die Map recht klein. Sind zu wenige Ortschaften. Also, ich könnte mich jetzt eigentlich nicht darüber beklagen, dass die Map zu klein wäre. Oder dass es zu wenig Ortschaften sind. Ja gut, vielleicht hätte es nicht schaden, wenn noch eine Ortschaft vielleicht dazu kommen würde. Oder dabei wäre, ja. Möglich, ja. Aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich also sehr gut zurechtgekommen. Ich habe also keine Probleme. Ich meine, je größer die Map ist, umso länger dauert es ja auch, ne? Bis du von A nach B geritten bist, ne? Ich meine, das muss man auch noch irgendwo mit berücksichtigen, dass das ja auch Zeit kostet. Ich meine, der Tag ist ja nicht recht lang, ne? Und wenn ich jetzt von einem End der Map zum anderen End der Map reiten muss, weil ich dort irgendwas zu erledigen habe oder ich weiß, dass da hinten irgendwo Banditen sind und die will ich platt machen. Ja, und ich breche früh um 7 Uhr auf, 7.30 Uhr glaube ich so. Und in der Zeit wacht man auf, 7.30 Uhr und reite dann gleich los. Ja, und bin dann erst Nachmittag dort, weil der Tag ja so schnell vergeht. Hier in dem Spiel. Da könnte also ruhig ein paar Minuten länger gehen, der Tag. Und bin dann Nachmittag oder abends dann erst an meinen Zielort. Ja, dann muss ich dort schlafen. Muss man ein Feuer aufbauen. So, jetzt gehen wir zum Kasimir oder wie der da heißt da, der seinen Vater beschissen hat. Der Zebor. Hallo. Zebor. Den nehmen wir noch sein letztes Geld weg. Ja, und dann dort übernachten und dann erst am nächsten Tag dort die Aufgabe erledigen. Bloß weil die Map so groß ist, muss auch nicht unbedingt sein. Ne? Also
Aber der Tag könnte ruhig von mir aus ein bisschen länger sein. Also ich finde ihn fast zu kurz. Weil wenn du mal einen Tag unterwegs bist und sammelst, hey, das geht ruckzuck, ist der Tag rum und es fängt die Best Nacht an, words in the ne? realm. Good So, morning. jetzt haben wir quasi den auch platt gemacht. Jetzt fahren wir wieder nach Hause. Die Tafeln, die werden noch erscheinen. Ich weiß bloß nicht, wann sie im Video auftauchen. Also ich wiederhole das noch einmal, wir sind weggefahren oder weggeritten mit meinem eigenen Geld mit 192.000. In der Truhe hat man 63.000. Und wir kommen auf einen Gesamtbetrag von 256.000 in dem Moment, wo wir How is weggegangen life sind. treating you? Und wir haben jetzt durch die ganzen Händler, die wir platt gemacht haben wir eingenommen 61.000. Und die Marktstände haben bei mir noch einmal 3.000 abgeworfen an dem Tag. Wo renne ich denn eigentlich jetzt da hin? Ach, ich suche mein Pferd. Ja, weil ich doof bin, ne? Ja, aber das Pferd habe ich ja abgestellt. Direkt am Kutscher. Ja, wenn man natürlich so aussteigt und vorne rumläuft, dann sieht man sein eigenes Pferd nicht mehr stehen. Ne? So, da ist mein Pferd halt und da reiten wir heim. Gut, dann haben wir quasi 253.900 habe ich jetzt im Geldsack. In der Truhe von die Marktstände sind 66.200 drin und das macht dann zusammen, macht es 320.184,2 genau, auf den Cent genau gerechnet, ne? Also 320.000, also wir haben die Marke von 300.000 haben wir geknackt. Im Spiel gibt es dann noch die Möglichkeit, eine Errungenschaft zu bekommen. Da musst du 1 Million zusammengebracht haben. Also das wird also schon noch eine Zeit dauern, bis ich das schaffe. Ob ich das jemals schaffe, weiß ich nicht. Und ob ich so lange durchhalte, weiß ich auch nicht. Schauen wir erst einmal, dass die ein gescheites Update einbringen, dass das Spiel wieder attraktiver wird, weil jetzt in der Phase, wo quasi das Dorf ja alles für dich tut, du selber rein theoretisch eigentlich so gut wie fast nichts mehr zu tun hast. Ach so, da habe ich gefragt, weiß jemand, warum diese Stute, also ich habe sie ja als Kalb gekauft und genauso wie den Hengst hier habe ich als Kalb gekauft, als Kalb, als Fohlen gekauft. Der Hengst ist ausgewachsen und die Stute hier, die kleine, das Fohlen, das will einfach nicht wachsen. Weiß nicht, ist das bei euch auch so der Fall? Habt ihr das auch schon einmal erlebt, sowas? Und jetzt rennen wir, glaube ich, runter zum Kuhstall. Da unten ist es nämlich genau dasselbe. Ich habe nämlich die Kuh und den Ochsen. Den habe ich jeweils als Kalb gekauft, weil es natürlich vom Geld her günstiger war. So, die Kuh ist ausgewachsen, die kann ich auch melken. Und der Ochse hier, der Kleine, der wächst auch nicht. Der wird einfach nicht größer. Weiß nicht warum. Keine Ahnung, weiß nicht, ob das bei euch auch im Spiel der Fall ist. Oder ob das ein Bug ist. Keine Ahnung. So, jetzt sammeln wir schnell noch ein bisschen Mist ein, weil Mist brauche ich ganz viel, weil ich habe ja über, was habe ich denn jetzt? Ich habe über 40 Felder, also da geht schon ganz schön Dung drauf. Ja, da kannst du schon ganz schön Dünger herstellen. Und solange wie jetzt die Jahreszeit noch nicht vorbei ist, kann ich jetzt die letzten 3, 4 Tage schnell noch viel, viel Dünger herstellen, damit wir dann in der Sommerzeit, wenn die nächsten Äcker wieder bestellt werden, genug Dünger haben, sonst müssten wir wieder welche kaufen.
Ansonsten, ja, das ist der Jan, das ist mein Kleiner hier. Ja, ansonsten bin ich hier autark. Ne? Ich habe hier eine Materialhütte, einen Brunnen, ich habe eine Scheune und ein Nahrungsmittellager hier oben bei mir. Wird aber nicht bewirtschaftet, nur für mich oder von mir verwaltet, ne? Und genutzt. Ja, da kommen wir eigentlich schon langsam zu Ende. Hier seht ihr die Zahlen noch einmal. Schaut sie euch genau an. Dann seht ihr, was wir jetzt heute an Geldstand haben. Ja, ich sage schon einmal danke, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch eine schöne Zeit. Guckt in die Videobeschreibung. Dort findet ihr zwei wichtige Links. Einmal von der Yaru Sims und einmal von der Lake Sun. Die machen sehr, sehr schöne Videos. Da guckt ihr einfach mal bei YouTube rein. Und schreibt halt einen netten Kommentar und schreibt halt in den Kommentar bitte rein, dass ihr vom Old Gaming Dad LP Kanal kommt. Dann wissen beide Bescheid und jeder freut sich, ich mich auch. Ja, verdient hätten sie es auf jeden Fall, dass da mal jemand reinschaut bei ihnen. Ne? Gut, was haben wir sonst noch? Ja, Däumchen natürlich nicht vergessen, ne? Und gegebenenfalls einen Kommentar schreiben. Was hätten wir noch? Werbung machen, Leute, macht's einfach mal Werbung für meinen Kanal, damit dann mal ein paar Abonnenten mehr dazukommen. Und hier seht ihr, ne, da sind die 66.000, was die 4 Marktstände erwirtschaftet haben. Und diese 253.000, wo ich im Geldbeutel habe. Ja, also alles zusammen, wie gesagt, haben wir die 320.000 Geldmarke, die haben wir locker geknackt. Aber es wird auch wieder Geld weggehen. Ihr wisst ja selber, wie es ist. Manchmal muss man mal was nachkaufen. Das bleibt nicht aus. Aber dann holen wir uns das Geld einfach wieder zurück, indem dass wir hochwertige Waren verkaufen. So, im Sinne dessen, ja, warte ich jetzt noch auf den Abspann. Und dann sage ich eigentlich jetzt schon einmal Holdrio bis zum nächsten Video. Wünsche euch alles Gute. Habt eine gute Zeit. Ich hoffe, dass das Wetter endlich einmal besser wird. Also heute ist der 1.6. Wir haben ein Sauwetter. Ja, und mit den Bildern möchte ich mich eigentlich hier verabschieden. Und sage Dankeschön fürs Reingucken und macht es gut. Ne? Holdrio, wie gesagt, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.